Kanada und die Formel 1 sind wirklich ineinander verliebt. Die Tribünen sind immer bis auf den letzten Platz besetzt. Es ist ein Land, das uns Gilles und Jacques Villeneuve und die nervenaufreibenden Rennen von 79, 98 und 2011 brachte. Hier lieben sie den Rennsport und wir lieben es, hierher zu kommen. Die Fahrer müssen sich auf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 338 km/h vor der besten Überholmöglichkeit der Kurve 13 einstellen. Der 4,34 Kilometer lange Circuit Gilles Villeneuve ist damit zweifellos eine der schnellsten Rennstrecken des aktuellen Kalenders. Es gibt insgesamt 14 Kurven und 60% der Strecke wird mit Vollgas befahren. Am Ende kommen wir auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 210 km/h pro Runde. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position und Pierre Gasly steht auf P2. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Magnussen, Bottas, Sebastian Vettel und Giovinazzi, Weber, Raikkonen, Ricciardo und Richter, Russell, Sainz Jr., Charles Leclerc und Butler, Perez, Verstappen, Lando Norris und Nico Hülkenberg. Albon und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Genau, da sind wir wieder zurück. Formel 1 wieder und ja, gucken. Und fahren auf dem und dann auf die Soft gehen, sollte das funktionieren. Gut, gehen wir rein ins siebte Saisonrennen, Platz 10. Naja, alles noch Papa. Wir wollen ja natürlich hier gewinnen. Haben aber natürlich mit dem beiden Alpha vor uns eine harte Nuss zu knacken. Ich gehe bewusst auf den gelben Rennen, damit wir was reiten können eventuell noch. Aber ich will das Ding hier noch gewinnen, klar. Machbar ist es, durchaus. Monaco haben wir es vom Platz 6 fast hingekriegt. Da war leider kein Platz, dass wir vorbeikommen konnten. Aber hier sollte es doch ein bisschen einfacher werden als Monaco. Anführungszeichen. Mal gucken, was da vorne geht. So, auf geht's. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Renn Nummer 7, Saison 3, auf geht's. Da will einer vorbei. Den kann man aber jetzt mal blocken. Ah. Natürlich nicht gut dadurch gekommen. So, mal gucken, wie gut wir das Feld kommen. Am Start hat es leider nicht ganz gepasst. Da haben wir leider keine Position gewinnen können.
Ja, da bist du doch zwei für die Wand gedrückt. Und vorbei. Wir verlieren gerade hier Position ohne Ende. Salzburg auf 12. Zwei Autos waren wieder an uns vorbei. So, zumindest den einen habe ich wieder mal kassiert, den Ferrari nämlich. Momentan liegen wir sogar außerhalb der Punkte. Das wäre das erste Mal die Saison. Zeit vorbei jetzt. Und schon hätten wir wieder ein Pünktchen. Good. Good job. Nice overtake. So, dann haben wir den Alpha mitgenommen. Der ist aktiviert, also die Überholhilfe. Die sollte es jetzt deutlich einfacher zu machen. Einfach mal hier als mal vorbeizukommen. Also nochmal, es wird schwieriger werden, weil wir langsamer reifen haben. Aber dann mit dem Stop in Runde 10, 11 sollten wir tatsächlich ein bisschen den Vorteil haben gegenüber den anderen Fahrern. Aber mal schauen. So. Gelb. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir jetzt die gelbe Flagge kommen, weil so können wir nicht angreifen. Und da steht ein Auto. Jetzt ist Magnus nur, weil er gerade ein bisschen langsamer ist. So, jetzt greife ich Bottas an. Der dreht sich weg. Aber in unserer leider mit unserer Mithilfe. Ich habe meine eigene Schuld. Da mal ein bisschen umgestiegen. Wie in Monaco zum Beispiel. Aber keine Strafe. Das heißt, wir können weiterfahren. Jetzt sind wir zumindest mal Sechster. So. Zeit, dass wir nachher rot drauf kriegen. Ja, reicht nicht für dich, ist schade. Der nächste, der sich. Abschiede, dann ist das gleiche Auto. Wieder der gleiche Lecke da. Jetzt kann ich versuchen, nochmal zu gehen. So, vorbei. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so oft diese Kollision verursachen. Meistens sind das immer so leichte Dinge, als vorhin gesagt, ich wollte das, das war klar. Das nehme ich auch auf meine Kappe. So, P5, der nächste wäre ja Giovinazzi auf 4. Und davor ist Vettel und dann die mein Mercedes. Hamilton has the lead.
Ja, doch. Minimum ins Podium will ich fahren. Und die Zweiter vorne soll sich ruhig weiter bekämpfen, das wäre für uns ein Vorteil. Weil dann könnten wir nämlich da schön rankämpfen, uns rankämpfen. Vier Runden noch, dann haben wir dann 4-5 Runden, dann können wir wechseln. Und ich gebe diesen Sieg nicht auf. Ich will das Ding gewinnen. Das wird nicht einfach, weil wir momentan noch P5 sind. Und die Mercedes-Lücke da vorne ein bisschen größer wird. Wir müssen da irgendwie mal ran. An die zwei vor uns. Aber es wird doch. Es klappt, das ist. Die Lücke wird kleiner. Ja, dann haben die. Solange sie sich da vorne bekämpfen, aber ist es auch gut. Die Boxenstopp müsste in zwei Runden kommen. So, der nächste wäre jetzt Vettel und dann Giovinazzi auf die drei, zumindest ein bisschen vorzufahren. Der ist Fenster, sind wir jetzt schon mal. Na, kriegen sie es hin da vorne? Leichte Berührung gab es und jetzt setze ich mich ins dritte Auto daneben. Die Frage ist, ob ich da rechts daneben komme oder links daneben. Und zwar tatsächlich ohne größere Probleme an beiden vorbei. Und die nächsten beiden sind die Mercedes da vorne, die sich da momentan auch relativ uneins werden. Ich kann das Ding tatsächlich gewinnen. Neue Bestzeit. Die zwei wird es mir nicht so einfach machen. Ich vermute, dass Vettel da ein bisschen vorbeigedrückt und zwei gedrückt hat. Jetzt die Fit für Hamilton. Und ich möchte gerne wieder den nächsten Doppelsieg auf französischem Boden. Bei Monaco war ja klar, jetzt Kanada, wo auch teilweise französisch gesprochen wird. Und nächste Woche geht es ja dann nach Le Castellet. Und das ist ja quasi dann das Heimrennen für das Team und da wollen wir natürlich auch gewinnen. Aber jetzt erstmal hier die Konzentration auf die beiden Mercedes. Puh, der Gasly, der bremst aber da sehr, sehr früh. Meiner Meinung nach, Hamilton das. Das war verdammt früh gebremst, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also, ich hoffe, dass mein Flügel jetzt nicht kaputt ist. Ja, Gott sei Dank. So, den Hamilton habe ich einmal kassiert, jetzt versuche ich mir den Gasly noch zu kassieren mit Überschuss. Ah, der will noch nicht. Jetzt haben wir ihn. Führung. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Halbzeit des Rennens. Wir haben es hier geschafft. Wir sind durch. Klar, schnellste Auto im Feld. Und das zeigen wir auch hier auf der Strecke jetzt.
So. Jetzt können wir schön absetzen da vorne. Ja, jetzt geht die Gäste auch in Tanken. Und der Rest dahinter auch. Wir müssen es ja noch. Aber wir haben den Vorteil, wir müssen gleich noch Rot holen. So, versuchen wir es mal. Die nächste Runde müssen wir noch fahren und dann können wir wechseln. Auf frisch rot. Aber die Reifen auch gut aussehen. Davor schon 15,5 Sekunden. Das hätte ich nicht reichen würde. Obwohl ich nicht reichen würde. So. 15,0. Also die Vorsprungspitze müssen jetzt wechseln. Ich denke mal, wenn wir hinter der Mercedes rausgehen, kommen. Es wird ein Stück hinter die Mercedes gehen, auf jeden Fall. Ich hoffe, wenn wir Glück haben, Dritter. Vielleicht aber auch dahinter noch. Mal gucken. Wenn wir jetzt in die Box gehen, jetzt sind 15,7, leider noch ein bisschen verloren, das könnte reichen. So, schnell den Wechsel machen. Ja, das reicht nicht. Definitiv nicht. Oder? Oder? Oder haben wir Glück? Schön, das Gasly. Gasly hat leichte Probleme. Und jetzt gehen wir auf Rot. Und haben es geschafft, tatsächlich von den Teamkollegen rauszukommen. Die Frage ist, Gasly hat mechanische Probleme. Die Frage ist, wie weit wird das auf das Rennen auswirken. Er führt nämlich. Hält jetzt seinen Teamkollegen ein bisschen auf. Hamilton setzt im Überholen an. So, hier habe ich eben die beiden anderen kassiert. Die Führung kannst du vielleicht wieder, kann ich wieder vergessen, Hamilton. Und schon mal schön außen vorbei. Yes. So, der Vettel sich schön auf den Hamilton kassiert, dann haben wir den Doppelsieg. Fünf Runden noch. Das war mir fast klar. Ich hatte nur gehofft, dass ich vom Teamkollegen rauskomme. Ein bisschen Glück.
Dann fällt die vorbei, wir sind in beiden Autos in Führung. So. Wir können ja auch direkt absetzen. Und wir auch vor allen Dingen. Vier Ründchen noch hier. Hin, Kanada. Nächste Runde. Noch drei Runden. There's five laps of fuel remaining. Nein, die brauchen wir nicht. Runde 16. So. Runde 17, vorletzte Runde. Gap to teammate behind is 5.7 seconds. Hm.
Okay, jetzt gleich in die letzte Runde. Letzte Runde. Großartige Leistung von Renault, was für ein überzeugendes. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Dieses Rennen wurde durch die Geschwindigkeit und überaus geschickte Überholmanöver entschieden. Innen, außen, angeschnittene Kurven. Wir haben heute alles gesehen und es ist wirklich schön zu sehen, dass ein Rennen auf diese Weise entschieden wird. Ich glaube, dieses Rennen hat sogar den Puristen gefallen. Die Sieger begeben sich nun auf das Podest und das Team von Renault hat erneut gezeigt, was man für ein erfolgreiches Formel-1-Team benötigt. Ein wohlverdienter Sieg für das Team. Jetzt müssen wir wieder Fahrer des Tages so bedeuten. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richter. Klar. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung von Renault an der Tabellenspitze wird immer größer. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt. Volle Punktzahl. Und Boden in der Rangliste gut gemacht. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Mhm. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? So, genau. Sie haben sich im Vergleich zum letzten Wochenende deutlich besser geschlagen. Was hat sich geändert? Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Tja. Danke für den Kommentar. Gut, dann sind wir durch. Zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. So, nächste Rennwochenende müssen wir jetzt Frankreich, wie gesagt, sein.
Bis dann.